You know, Vilma? Yeah, I know. Orange style. Yeah, I know. Man! Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, was ist passiert? Ich habe einfach eine Insta-DM bekommen von unserem berühmt-berüchtigten Gucci Potter. Creed Aventus Cologne. Der hat mich darauf hingewiesen, dass ich ein Video mit ihm verpasst habe. Wie kann ich als Number One Reactor auf unseren lieben alten und Namensgeber von unserem lieben alten Gucci Potter so ein Video verpassen? Hat er zu Recht mich darauf hingewiesen und das werden wir uns gemeinsam anschauen. Ist schon ein bisschen älter, aber Gucci Potter wird niemals alt. Der hat im Geheimen den Stein der Weisen Ex gesoffen, der bleibt jung und dementsprechend wird man noch viel Content von ihm sehen. Ja? Aber Freunde, bevor wir loslegen, wisst Bescheid, bald kommt die neue Kollektion meiner Modemarke MAM, Britain Brawl am Start, Freunde, seid auf MAM Vienna am Start, um die neuesten Infos zu bekommen, wahrscheinlich noch 2 bis 3 Wochen, aber Vorbestellungen werden schon rausgeschickt, sobald wir die ganze Bulk-Order erhalten. Freunde, gar nicht mehr länger quatschen, wir wechseln in den Reaction-Modus. Schauen wir rein, 800 Euro Sweater ohne Aufdruck, wie viel ist dein Outfit wert? Machen. Vor 8 Monaten, da kommt er eh früh drauf, dass er mir da Bescheid gibt, oder? Okay, bitteschön, lieber Gucci Potter, hier hast du deine Plattform. Was geht, Leute, mein Name ist Mar, willkommen zu einem neuen Video von mir, Leute. Heute mal wieder ein, wie viel ist dein Outfit wert? Das Labello-Mikro wird niemals alt, niemals, muss am Start sein bei Mar. In der Hamburger Innenstadt, wir haben coole Outfits auf jeden Fall am Start, checkt das Video bis zum Ende ab, Leute. Unten in der Beschreibung verlinke ich euch ein paar günstigere Alternativen, deswegen checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab, Leute. Und ich komme einmal zu... Jetzt bin ich gespannt, was die günstigen Alternativen sind. Air Force One, Pullover, Cargo Pants, Socken. Was für Cargo Pants? Von Amazon. Die schauen ja wahnsinnig gut aus mit diesem Gummibund machen. Danke für diese Empfehlung. Was geht, wer ist du? Marco. Cooles Outfit. Marco im Herrenstyle angelehnt mit diesem Rollkragenpullover und der Lederjacke. Stabiles Frühlingsoutfit. Bro, hau mal raus. Wie viel ist dein Outfit wert? An Wert? Ja, also. An Wert? 15.000 Euro. Hör mal deinen Schuh an. Puh, keine Ahnung, die habe ich von meinem Opa einfach übernommen. Okay. Das ist aber nice. Das ist, das finde ich nice. Wenn solche guten alten Stücke weitergerockt werden, da hält man den Familien-Ehrenkodex ein. Vor allem dann, wenn man seine Rolex verliert, oder? Opa. Die Hose 40, Socken habe ich auch geschenkt bekommen, der Pulli 40 und die Jacke habe ich aus dem Secondhand für Stopp. Geil, okay, finde ich cool. Jacke Secondhand. Weiß nicht, ob diese Löcher da beabsichtigt sind, aber Secondhand finde ich prinzipiell sehr cool. 50 war es. 50, okay. Also du hast, sage ich mal, etwas weniger Geld bezahlt für ein sehr stabiles Outfit. Du hast hier noch einen Ring an. Ja. Was ist das für ein Ring? Der ist von meiner Mutter, von das ihr Verlobung. Okay, da muss man dazu sagen, schon sehr, sehr nice, dass der alte Pieces aus der Familie und Secondhand wieder aufgreift und da ein neues Outfit gestaltet. Also auch wenn es nicht mein Style ist, muss ich ihm hoch anrechnen. Den habe ich hämmern lassen und dann sieht er jetzt so aus. Okay, cool. Ich finde deinen Rollkragen echt cool. Ich finde allgemein dein Outfit hast du stabil ausgewählt. Cool, danke. Sieht gut aus. Woran inspirierst du dich? An meinen Vater, von dem habe ich viel abgeschaut. Okay. Und ansonsten Intuition, also... Ich kaufe mir auch jetzt nicht im Laden irgendwie die ganze Zeit Klamotten oder so. Also es ist einfach das, was mir halt ins Auge springt, was ich mag. Nochmal. Und das ziehe ich dann an, so wie die Jacke jetzt zum Beispiel. Die habe ich auch im Secondhand einfach gekauft, weil sie mir gefallen hat. Okay, cool. Nice, wie wir im Sommer uns Winteroutfits ansehen. Danke, Gucci Potter, für die späte Einreichung. 50 Punkte Abzug für Gryffindor. I'm good, how are you? Hi, oh, Mann, Englisch. Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's ab. Suhaila ist Influencerin, Leute. Ihr könnt auch gerne ihr Instagram-Account abchecken. Und jetzt blendet er seinen wieder ein wahrscheinlich. Danke. Yeah. Oh, kann besser Deutsch als Mann Englisch. Sie kann ein bisschen Deutsch. Do you live here in Hamburg? Ja, seit Juni. Seit Juni, okay. Ja. Okay, cool. Aber ich finde, sie schaut sehr cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an Bonnie Strange, muss ich sagen. How much is the outfit worth? We're beginning with your shoes. 120 Euro. Was sind das für Schuhe? Puma. Puma-Schuhe. Puma, größte Rotzmarke. Okay.
Die Schlaghose ist auf jeden Fall auch am Start. Ja, 34 Euro. Von wo? Hast du jetzt die Größe oder den Preis gesagt? You catch me, okay. Okay, okay. Ja, finde ich ein bisschen sexuell wieder gefilmt, muss ich sagen. Jacket. Leather Jacket ist Boohoo, es ist 40 Euro. 40 Euro, okay. Ja. T-Shirt, Sweater, I don't know. Ja, das ist 15 Euro. 15 Euro, okay, was steht da? Stay messy. Wir sind übrigens kurz vom Desperado Domingo, Freunde, deswegen das Desperado. Keine Werbekooperation. Leider. Ihr Lifestyle. Ja. Okay. Your bag. My bag. Yeah. Es ist 50 Euro. 50 Euro? Ja. Welche Marke? Label. Ich finde die Brille ganz cool. Ich finde, die passt sehr gut zu ihrem Gesicht. Glasses. My glasses ist Ethnia Barcelona. 150 Euro. 150 Euro. War das eine Lupe? Ist das eine Lupe drauf? Finde ich sehr cool. Oh, okay. Like. Ich finde auch allgemein, wenn ich bei Brillen schaue, achte ich allgemein jetzt nicht wirklich auf das Geschlecht, sondern teilweise sind safe auch so Frauenbrillen in meinem Sortiment, weil wenn mir eine Brille gefällt, dann ist mir doch scheißegal, ob die für Frauen und für Männer sind. Wenn es mir gut passt, finde ich es nice. 70s, 70er Jahre Style. Ja, 70er. Okay. I love vintage. Your hat. My hat is... safe and hat, oder? 18 Euro. 18 Euro, okay. Ja, cooles Outfit. Man muss sagen, ja, die Hose ist so richtig 80er Jahre Style, ne? Ja. Genauso wie, ja, am besten jetzt nochmal direkt auf den... Wie die Brille. Genau. Woran inspirierst du dich? Where you inspired you for your outfit? Where you inspire you from the outfit? I love the vintage style. Actually, I kind of look like Velma from Scooby-Doo. Okay. You know, Velma. Yeah. Yeah. Yeah, I know. Orange style. Yeah, I know. Nein! Na, Freunde, angesagt. Ist wie bei Leon Easygoing. Das weiß er im Vorhinein schon. So, I like vintage movies and they give me a lot of ideas. Ah, okay. Movies. Alter Films. Alte Filme, Leute. Ja. Sehr sympathisch, das Mädel. My Instagram. Yeah, because Deutsch people can make me learn Deutsch. Ja, bring dir ein bisschen Deutsch bei. Ja, bitte. Ja, und bring ein bisschen Englisch bei. Ja, bitte. Und eventuell mir auch etwas Englisch. Sehr gut, Mann. Sehr gut. Eigenironie, wenn man selbst Humor beweist und sich selbst aufs Korn nehmen kann. Super Sache. Ja. Okay, cool. Bro, was geht? Wer heißt du? Na, da ist er. Ladies and Gents, einen kurzen Applaus, einen kurzen Trommelwirbel für unseren unfassbaren Gucci Potter. Mit was anderem interviewt als diesmal nicht das Labello-Mikrofon, sondern tatsächlich ein Handy mit einem Gucci-Cover. Perfekt angepasst. Danke vielmals, Mann. Du passt auf. Leon. Komm mal raus, was ist dein Outfit wert? Würde mich interessieren. Fangen wir bei deinen Schuhen an. Ja, heute gar nicht so im Flexer-Outfit unterwegs, gell? Sondern eher so im Herren-Style wieder mal. Die Schuhe sind die Louboutin. Okay. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also prinzipiell Louboutin-Schuhe nicht mein Fall, aber dann noch dazu. Kennt ihr das, wenn Leute so ganz dünne Füße haben, sodass die diese Schuhbänder so weit zusammenziehen müssen, dass sich das Leder schon fast überlappt und dann haben die einfach solche Schuhbänder, solche Laschen. Das haben wir hier wieder. Louboutins. Okay. Ich schätze mal 7-800. 7-800. Ich finde, diese Louboutins sehen sehr schlicht aus. Die gefallen mir auf jeden Fall. Ja. 7-800 Euro bezahlt. Ja, da dürfte er schon im dunklen Wald unterwegs gewesen sein, wenn er das Moos drauf bietet. Ja, richtig. Okay, deine Hose? Die Hose, No Name, glaube ich, 200 Euro circa. Zwei ab. No Name oder der Name, der nicht genannt werden darf? Das würde mich jetzt interessieren. Apropos. Okay, bei Apropos, ja. 200 Euro. Okay. Oder Apropos, wie man eigentlich das Wort ausspricht. Dein Pulli. Mein Pulli auch No Name, aber der hat 715 gekostet. Aber tatsächlich, ne? Den hat die Mama aber schon ordentlich gewaschen. Das ist Kaschmir. Kaschmir, okay. Rein Kaschmir 100%. Okay, also du weißt gar nicht, was von welcher Marke das ist? Nee, das sind irgendwelche No-Name-Namen. Okay, No-Name, ja. Ja. Sie macht von. Oder wie gesagt, Lord Voldemort, ich scheiße mir nichts, ich sag den Namen. 100 Euro für irgendwelchen No-Name-Namen heißt schon was. Okay, Bro, und dein Mantel? Mein Mantel, der hat 1450 gekostet.
What the fuck, niemals würde ich so viel Geld für so einen Mantel ausgeben. Schaut aus wie so eine Frühstücksdecke. Wenn du mal so ein romantisches Date mit deiner Freundin hast, breitest du eine Decke aus und da stehen dann die Kirschen oben. 1.450. Caruso oder hier. Caruso, okay. Okay. Marke kenne ich nicht. Ist eher auch so für Anzüge spezialisiert. Anzüge, okay. Ja. Deine Brille? Meine Brille, die ist von Issa. Oh, jetzt Freunde, jetzt kommt der Zauberspruch normalerweise. Hallo, okay. Was ist ein Gucci Potter Video ohne seinen legendären Zauberspruch? Wahrscheinlich deswegen, weil es schon so alt ist. Ma. Ja, und die Uhr hier, das ist die Omega Speedmaster Limited Edition. Ja. Jetzt haben wir für so eine Uhr. 4.700. Ja, die kennen wir ja schon. War hier im Alsterhaus. Okay, und deine Brille hat wie viel gekostet? Die, also ohne Gläser, glaube ich, irgendwas mit 200 Euro, 270 oder so. Okay. Du hast noch einen Ring an? Richtig. Da hat er schon die neue Brille. Und 200 Euro. Die letzte Brille, die er hatte, hat er ja noch so verklebt gehabt mit so einem Klebzewa. Fuck, wie sagen nochmal die Deutschen? Tesafilm. Weil die kaputt geworden ist. Da haben leider seine Stiefeltern nicht drauf geachtet. 270 oder so. Okay. Du hast noch einen Ring an? Richtig, der Ring, der hatte 300 irgendwas gekostet. Dann habe ich hier noch eine Kette, habe ich noch. Eine dicke, fette Kette. Die hatte 450 gekostet. Okay. Ach, furchtbare Kette. Habe ich hier noch. Kennst du das, wenn man von den Dosen diese Dosenöffner sammelt und dann so eine Kette draus bastelt? Circa genau so schaut das da aus. Armband, das hat 120 gekostet. Ja, die passende Dosenöffnerkette, Armband dazu. Armband, Königskette, ja. Okay. Ja, hier der Endbetrag. Bro. Ja, da merkt man wieder, das Video ist schon etwas älter. Gucci Potter hat natürlich seinen Style weiterentwickelt und ist jetzt schon mehr im Flexer-Game unterwegs. Nicht mehr mit Lord Voldemort-Marken oder... Ihr wisst Bescheid. Also, da muss man schon dazu sagen, ein altes Video, muss man schon festhalten. Leon Moldenhauer auf Instagram. Wir schenken natürlich ihm den Credit. Danke. Ich muss echt sagen, sieht nicht so teuer aus. Ja. So... Also ich sehe da keine Marke, außer jetzt bei den Schuhen. Ja, der erste Diss von Mahn. Du bist schlicht unterwegs. Ja. Ja. Man muss ja auch nicht immer irgendwie Gucci tragen, genau, weißt man du? Muss ja auch nicht immer... Ja, aber man muss auch nicht No-Name-Marken um 800 Euro tragen. So jedes einzelne Piece. Alles offen tragen. Schade, ja. Dass du nicht weißt. Jetzt ohne Front oder irgendwas, aber der Pullover schaut einfach aus wie so ein alter Pullover, den sein Bruder irgendwann mit 12 aufgehört hat zu tragen. Finde ich jetzt vom Erscheinungsbild, auch weil er schon so ein bisschen kaputt ist. Don't know, also für mich ein ganz fürchterlicher Fit. Von welchen Marken deine Sachen sind? Ja. Unabhängig von den Marken jetzt, die eh keiner kennt. Meine Frage ist jetzt, 800 Euro für einen Cashmere-Pulli. Ja. Also 700 irgendwas. 700, ja. 700 irgendwas. So, ich weiß zum Beispiel, dass es bei Zara... Da wäre sich ein Nimbus 2000 schon ausgegangen, wisst ihr? Also verstehe ich nicht. Fast den gleichen... Für 100 Euro. Für 100 Euro ja. Gibt. Ja, perfekt. Superman, perfekt. Warum greifst du dann da zu der 700 Euro Kanal? Oh ja, der hat sich vorher zum Beispiel mit Gucci Potter angelegt und gleich mal ordentlich eine kassiert mit dem Patronus-Zauber. Kanadisches Kaschmir. Kennt's. Kanadisches Kaschmir. Ja, richtig. So, ist das ein besonderes Kaschmir? Ich kenne mich leider damit nicht wurde aus. Wurde mir gesagt. Was heißt es ein besonderes Kaschmir? Es gibt Baumwolle von den Kaschmirbergen und dann gibt es andere Baumwolle. Das ist so wie Sekt aus der Champagne ist Champagner. Viel besonderer als Kaschmir geht es eh nicht mehr. Qualitativ soll es sehr hochwertig sein. Okay. Im Apropos haben die es noch einmal. Also da kannst du auch noch mal rein theoretisch die Marke sehen. Ja, vor 3 Jahren den Pullover werden safe noch dort haben, oder? Schau ich mir auf jeden Fall gerne mal an. Ja, wahrscheinlich, Mann. Safe. Ja, okay, krass. Was hast du von Apropos gerade gekauft? Das war eine Hose gewesen von Neil Barrett. Damals wieder den Neil Barrett. Ohne den ging es ja nicht. Für 565 Euro. Für 565? Ja, richtig. Okay, krass, ja. Bro, ich danke dir. Möchtest du irgendwas noch in die Kamera sagen? Ja, kann ich mein Instagram promoten? Gerne, Bro. Also auf Instagram. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Outfits am Start. Ja, auf jeden Fall sehr witzige Outfits, oder, liebe Leute? Kann man schon mal klatschen für diese Personen, die da heute wieder in diesem uralten Wie viel ist dein Outfit-Video unterwegs waren. Aber
Freunde, passt zu dem Content, den ich momentan bringe, mit relativ wenig Arbeit. Ja, Freunde, es tut mir leid. Es liegt einfach daran, dass ich sehr viel Zeit in meinen Vlogging-Kanal investiere. Ich habe den, super, letztes Mal habe ich schon gesagt, ich verlinke den im ersten Link in der Infobox, habe ich nicht gemacht. Dieses Mal werde ich nicht drauf vergessen. Schaut auf alle Fälle vorbei und nicht vergessen, bald der Job meiner Modemarke. Britain Brawl, die neue Kollektion, Freunde. Seid am Start. Das war's von mir. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. Creed Aventus, Yeah, I know.